Dann kriegen Sie jetzt gleich Ihr Zimmer und. Ach, da ist schon der Kollege. Genau. Dann geht es jetzt gleich aufs Zimmer und wir warten auf die, bis die Anästhesie soweit ist und dann denken wir, dass wir gegen 8:30 dann die OP beginnen. Vorher ist die Narkosephase. Genau, wenn irgendwas ist, einfach immer Bescheid geben. Gut, welche Seite? Herzlich willkommen bei uns im OP hier unten. Und wir würden zu Beginn eine Checkliste machen, dass es zu keinen Verwechslungen kommt und dass die richtige für uns sind, gell? Dann, Checkliste bestanden, können wir anfangen. Und einmal so ein bisschen pumpen, ein bisschen Gas geben, wie beim Motorradfahren, genau. Wunderbar. Nicht erschrecken. Zweites Mal. Alle guten Dinger sind drei, ne? Wir desinfizieren dreimal und dann. Ich nehme Ihre Hand in meine Hand, wir ziehen die Haut ein bisschen straff und dann gibt es einmal, genau, einmal kurz weggucken. Nicht erschrecken. Schlimmste geschafft. So, zu den Kindern sagen wir immer, die Tankstelle für die Traumreise ist gelegt. Kommt gleich die Schlafmilch rein, ne? Traummilch. So. Magst du noch was erklären? Nee. Dann haben wir jetzt die Infusion, ja? Die kommt von hier oben. Die hat aber noch keine Wirkung, ne? Also da nichts von erwarten, das ist einfach nur Kopfschalz, ne? So, einmal netter Schreckensdrück nochmal kurz, ne? So, jetzt wird es nur noch angenehm von unserer Seite, jetzt kommt nichts mehr Schlimmes. Das war das Schlimmste in Anführungszeichen. Aber ich habe mir extra Mühe gegeben. Jetzt kommt noch ein drittes Pflaster, also ein zweites Pflaster oben drauf, dass die nicht wegrutschen kann. Ne? Und das ist das schöne Ding. Also das ist die präoperative Untersuchung, bei der wir sowohl die Töne als auch hier die Sprache getestet haben. Und hier sieht man auf der rechten Seite, dass es eigentlich nur noch eine Fühlkurve ist und auf der linken Seite nur noch 3 bzw. 4 Frequenzen gehört werden, aber schon bei 110 dB. Ja. Und in der Sprache sieht man dann sehr gut, dass bei 95 dB 0% Wortverständnis ist und auch bei 100 dB kein Wort verstanden wird. Getrennt untersucht auf der rechten und auf der linken Seite. Hier ist nur eine Untersuchung in Ruhe gemacht worden, weil wenn die Patientin schon in Ruhe auf beiden Seiten einzeln nichts hört, dann braucht man es auch nicht im Störschall zu testen. Ja, es war ganz das sogenannte Faciales Monitoring für den Nervus facialis, für den Gesichtsnerv, der hier auch im Bereich des Innenohres entlangläuft. Und so können wir halt dann die, letztendlich den Ausschlag bei möglicher Stimulation registrieren. Ja. Also nicht nur, dass die Patientin dann zuckt und die mimische Muskulatur dadurch aktiviert wird, wenn wir den Nerv stimulieren, sondern es ertönt auch ein akustisches Signal. Und wird dann halt auch der Ausschlag auf dem Monitor dargestellt.
gut. Mach ich dann ab. Braucht er nicht. Ich lese, weil ich hier kriege schon an den Händen. Hier wird das Knochenmehl aufgefangen, um später das Implantat oder das Felsenbein wieder aufzufüllen, das Implantat auch mit die Elektrode ein bisschen zu fixieren. Körpereigenes Material ist natürlich immer am besten. Also sie hat jetzt ein sehr gut pneumatisiertes Felsenbein, das heißt, es sind sehr viele lufthaltige Zellen da, deswegen entsteht auch weniger Knochenmehl. Praktisch der Zugang durch das Felsenbein hier geschaffen. Das sind jetzt aktuell die Schritte, die Frau Dr. Schmidt gerade operiert. Ne? Also durchtrennen der einzelnen kleinen Knochenlamellen. Das ist ein gut pneumatisiertes Felsenbein, das heißt, es ist gut durchlüftet. Ja, das ist jetzt der Weg Richtung Mittelohr bzw. dann. Also das Interessante ist jetzt, im Mittelohr sind ja die gehörknöchlichen Kette, die besteht aus Hammer, Amboss und Steigbügel. Und die brauchen wir als Landmarken, nadelleicht gebogen. Und die sehen Sie jetzt, die habe ich halt freigelegt. Da bewegt sich der Amboss, wenn ich da reinkomme. Und jetzt ist es bei der Patientin so, dass der Durchtritt, die posteriore Tympanotomie, sehr eng ist. Ich bin hier schon an der Gehörgangshinterwand und habe aber hier schon einmal den Nervenstimulator, fasziale Reizungen, sodass ich nicht weiter runtergehen kann und muss deshalb kochleostomieren und kann nicht den natürlichen Eingang des runden Fensters nehmen. Aber nach unten ist der Faszial nicht zu kochleostomieren. Ja. Wir holen jetzt das Implantat und dann. Man sieht die Markierungen, das sollte am Ende, also eins davon sollte man am Ende nur noch sehen. Bei Patienten mit dem Restgehör würde man jetzt deutlich langsamer vorschieben. Bei unserer Patientin jetzt ist kein Restgehör mehr vorhanden auf dieser Seite und sie trägt auch ihr Hörgerät eigentlich nur noch wegen des Tinnitus, sodass ich da etwas zügiger vorschiebe. Man sieht jetzt nur noch diesen einen weißen Markieren. Kann man das sehen? Einer ist verschwunden und dann liegt sie eigentlich perfekt. So, ich lege eine Schlaufe in diese Höhle rein, damit die Elektrode spannungsfrei liegen kann. Kontrolliere dann aber nochmal, ob alle Elektrodenkontakte drin verblieben sind. Denn es ist ja unter dem Mikroskop, das ist alles sehr klein, man würde es kaum merken. Um dieses Loch, dieses restliche Loch, das ich ja geschaffen habe, das jetzt doch etwas größer ist als die Elektrode, abzudichten. Hier sieht man die einzelnen Elektrodenkontakte, diese kleinen Punkte. Das sind die Kontakte, die später den Nerven elektrisch stimulieren. Gerade auch bei Patienten, die eine Malformation haben, eine Deformität des Felsenbeins, die Cochlea unter Umständen schon durch eine Infektion oder dergleichen leicht ossifiziert ist, kann man durch dieses Verfahren gleich intraoperativ natürlich auch zwischendurch den Radiologen zur Hilfe holen und einmal durchleuchten, was einfach für den Patienten mehr Sicherheit gibt. Das ist ein solcher Prozessor, das ist jetzt ein hinter dem Ohrprozessor, den die Patienten später auch bekommen und tragen können. Es gibt ihn in zwei Varianten, einmal so nur so als Knopf und halt diesen hinter dem Ohrprozessor. Dann könnten wir vielleicht die Zeit nutzen und schon mal messen.
Damit kontrollieren wir, ob alle Elektrodenkontakte noch intakt sind. Es gibt schon mal High, das ist dann irgendwie, wenn eine Luftblase in der Cochlea auf der Höhe ist, oder aber wenn jetzt Kurzschlüsse wären, und das ist die schlimmere Variante. Wenn mehr als zwei Kurzschlüsse sind, dann müsste ich jetzt schon explantieren und ein neues Implantat nehmen. Es scheint so, als wäre alles gut gewesen. Alles gut. Genau. Und jetzt werden die einzelnen Elektrodenkontakte, Sie sehen hier E22, werden jetzt gemessen über die komplette Länge der Hörschnecke. Da kommt jetzt insbesondere Druck drauf, damit sich so wenig wie möglich Bluterguss bildet und sie eine schnelle Anpassung kriegen kann. Bei uns ist es so, dass wir eine Frühanpassung machen. Wir versuchen es eigentlich spätestens nach 2 Wochen. Es gibt auch schon mal Einzelfälle, wo wir es schneller durchführen. Operation ist vorbei. Tief Luft holen, Cindy. Einatmen, ausatmen. Der Schlauch kommt raus. Ja, Mama? Ah, ganz weit den Mund abmachen. Ja, super. Danke. Hast du? Ja.